hätte mir nicht träumen lassen, dass in einem Menschen doch so viel Potenzial steckt. Ich muss da jetzt dranbleiben. Das, was ich gelernt habe, was ich durchgelebt habe in den 4 Tagen, ist so enorm gewesen, dass ich auf gar keinen Fall wollte, dass dieser Spirit, der da gerade in mir entstanden ist, irgendwo wieder verloren geht. Ich habe Potenzialentfaltung und Kommunikation im Jahr 2011 entwickelt und das ist die intensivste Form meiner Arbeit. Denn einen Großteil meines Jahres verbringe ich ja mit Unternehmen und Unternehmern, um ihnen zu helfen, ihre eigene Kultur zu verbessern. Und zugleich in so einem unternehmerischen Kontext kann man nur bis zu einem gewissen Grad gehen. Menschen, die sagen, okay, ich möchte aber noch viel mehr. Menschen, die sagen, ich möchte noch mehr von dem entfalten, was in mir steckt. Das sind dann Menschen, die kommen als Teilnehmende zu diesem offenen Training. Die 4 Tage waren für mich wie einfach ein Geschenk, weil ich komplett aus meinem Job raus war. Ich habe auch kein Handy angerührt, obwohl ich es mit hatte, weil einfach die Zeit so wertvoll war, auch in diesem Kreis des Vertrauens mit diesen 12 völlig unterschiedlichen Menschen. Was ich tue in diesem Training, ist die Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen Menschen in der Lage sind, noch mehr von dem zu entfalten, was in ihnen steckt. Es war ein dynamischer Prozess, der sich immer gesteigert hat. Ich habe ja ganz intensiv und sehr tränenreich an der einen oder anderen Stelle gearbeitet und habe dann festgestellt, wow, das funktioniert richtig gut. Ich erlebe nach nunmehr fast 1,5 Jahren rückblickend auf dieses Training, dass mich das nachhaltig beeindruckt hat. Das ist, wie ich ganz gerne sage, großes Tennis.